Cornelia Isenbürger, ich bin Sängerin am Theater Bielefeld und heute Abend singe ich die Giulia in La Scala di Seta von Gioachino Rossini. Die soll von ihrem Onkel verheiratet werden an so einen Spekulanten. Giulia! Den mag sie aber nicht und hat deswegen heimlich ihren Liebhaber geheiratet. Und jetzt muss sie es halt irgendwann gestehen, dass sie den sie heiraten soll, nicht heiraten kann, weil sie schon verheiratet ist. Das Stück spielt in einer etwas heruntergekommenen italienischen Bar in Paris, die kurz vor dem Verkauf und dem Abriss steht. Rossini-Opern sind meistens wirklich sehr temporeich, mit sehr viel Witz und sehr viel Missverständnissen und immer versteckt sich jemand. Die Musik ist sehr energetisch und man ist danach immer so, als hätte man entweder sehr viel Champagner getrunken oder den Finger in die Steckdose gesteckt. Auf der Bühne passiert sehr, sehr, sehr viel. Das heißt, die Kombination jetzt aus dem vielen Gerenne und Gemache auf der Bühne und dem Singen ist wirklich sehr fordernd, muss man sagen. Ich mag sehr viele Szenen sehr, weil sie die Mittel des Theaters nehmen, um eine Poesie und um was Schönes zu erzeugen. Das heißt, wir nehmen dann zum Beispiel eine Tür, die auf einmal nicht mehr verankert ist, sondern im Raum rumfährt und auf und zugemacht wird und drumherum gerannt und so. Und das entwickelt so eine ganz eigene Poesie. Und das ist, finde ich, was Theater ausmacht. Die Regisseurin nimmt wirklich sehr die Musik in ihre Inszenierung und wir nehmen vieles von der Musik auch in unseren Körper und in unsere Aktion und das finde ich sehr schön. Ich kenne das, dass die Leute sich nicht trauen, laut zu lachen in der Oper und wir würden aber gerne, dass sie laut lachen. Ich hoffe, die Leute haben einfach einen sehr unterhaltsamen, lustigen Abend und sollen genau deshalb dann beschwingt und energetisch aus dem Theater wieder rausgehen.